Wir sind bei den Turing-Maschinen stehen geblieben. Wir hatten eine Standard-Turing-Maschine kennengelernt. Ich hatte Ihnen die Begriffe von Akzeptanz, also wann etwas von einer Turing-Maschine akzeptiert wird, erläutert. Ich hatte Ihnen erläutert, was es heißt, wenn eine Turing-Maschine etwas entscheidet. Das wollen wir uns auch noch weiter anschauen, diesen Themenbereich. Und ich hatte Ihnen auch neben dieser Standard-Turing-Maschine noch andere Turing-Maschinenmodelle vorgestellt. Wir hatten die mit dem zweiseitig unbeschränkten Band. Die Turing-Maschine, wir hatten eine Turing-Maschine mit mehreren Bändern kennengelernt und haben festgestellt, dass diese Modelle ja auch nicht mehr können als eine Standard-Turing-Maschine mit einem Band und was sozusagen halbseitig beschränkt ist. Heute wollen wir das noch ein bisschen weitermachen. Wir gucken uns nochmal zwei weitere Turing-Maschinenmodelle an. Das erste wird eine nicht-deterministische Turing-Maschine sein. Den Begriff des Nicht-Determinismus haben wir schon kennengelernt. Das haben wir auch bei den endlichen Automaten gehabt. Und die haben wir eingeführt, letztendlich, weil es irgendwie einfacher ist, damit zu hantieren. Und damit fange ich im Prinzip direkt mal mit einem Beispiel an. Was heißt es jetzt, wenn wir eine nicht-deterministische Turing-Maschine haben? Und zwar gucken wir uns einfach an. Wir möchten auch wieder Sprachen akzeptieren. Und zwar jetzt eine ganz einfache Sprache. Das könnten wir auch mit dem endlichen Automaten machen. Wir wollen es aber jetzt einfach als Turing-Maschine formulieren. Und zwar wollen wir uns angucken, die folgende Sprache. Die Sprache aller Worte, aller Wörter über A, B. Und zwar soll die Sprache aus den Wörtern bestehen, die an irgendeiner Stelle das Teilwort ABA besitzen. Ja, wie würden wir sowas als Automat formulieren? Ja, wenn man das irgendwie so als deterministischen endlichen Automaten macht, ist das gar nicht so einfach. Ist auch nicht besonders schwierig. Ja, aber mit dem Begriff des Nichtdeterminismus, das bedeutet ja, dass die Maschine einfach rät. Ja, und wie würde jetzt beispielsweise eine Turing-Maschine dazu aussehen? Wir würden irgendwie anfangen. Und Ausgangspunkt ist ja immer, wir haben das als Startkonfiguration. So, wie würden eine Turing-Maschine darauf arbeiten, eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die versucht, die Wörter dieser Sprache zu akzeptieren? Naja, die wird irgendwo in das Wort reingehen und gucken, ob sie ab dann ABA lesen kann. Also die wird im Prinzip ausgehend von der Startposition hier irgendwie nach links laufen und irgendwann dann raten, ach ja, jetzt fange ich mal an und untersuche mal, ob an dieser Stelle jetzt das Teilwort ABA kommt. Ja, das sähe dann etwa so aus, wir würden irgendwie nach links laufen und das können wir zwar immer beliebig machen, wenn A und B kommt. So, wenn wir quasi ganz links am Ende angekommen sind, na, dann sind wir eigentlich zu weit gelaufen. Das heißt, wenn wir hier das Blank lesen, dann müssen wir irgendwie in so eine Situation laufen, wo wir garantiert nicht anhalten, also das Wort nicht akzeptieren. Das mache ich gleich zu Ende, oder beziehungsweise ich kann das ja mal so machen. Das heißt, ich laufe jetzt nach links, solange ich ein A und ein B lese. Ja, und irgendwann kann ich aber auch, das ist im Prinzip genauso wie bei so einem endlichen Automaten auch, sage ich, wenn ich jetzt ein A gelesen habe, ja, dann gehe ich nochmal nach links. Ja. Dann gucke ich, ob ich ein B finde. Dann gucke ich, ob ich ein A finde. Ja, und dann bleibe ich einfach stehen. Dann mache ich irgendwas. Dann beispielsweise das A, auf dem ich mich gerade befinde. Das schreibe ich und bleibe dann einfach stehen. Ja, und wenn ich hier sozusagen A gelesen habe und würde dann entweder das Blank lesen oder wieder ein A, ja, dann wäre ich entweder links am Rand angekommen oder ich habe halt ein
A und noch ein A gelesen. Das wäre nicht das, was ich akzeptieren wollte. Ja, und genauso, wenn ich hier A, B gelesen habe, dann müsste dann als nächstes das A kommen. Das heißt, auch hier gehe ich quasi in so eine Endlosschleife. Und zwar dann, wenn ich entweder am linken Rand ankomme oder ein B lese. Ja, und wenn ich jetzt einfach mal sage, ich mache das mal auf ja, wenn das beispielsweise jetzt mal eine Beispieleingabe ist, ja, wie wird die Maschine jetzt darauf arbeiten? Ja, die geht einen Schritt nach links, ja, und solange sie ein A oder B liest, kann sie nach links gehen. Ja, und für das A hier habe ich ja zwei Übergangsmöglichkeiten. Ist im Prinzip genau das gleiche wie bei so einem endlichen Automaten auch. Ja, dann kann sie entweder hierher gehen oder sie bleibt hier. Ja, und jetzt sagen wir mal, ich laufe jetzt so lange nach links hier, bis ich, sagen wir mal, an dieser Stelle hier ankomme. Nee, das ist nicht gut. Sagen wir mal, wir laufen hier hin, bis hier hin. Ja? So, und würden dann sagen, dann laufe ich nicht mehr in diesem Zweig, sondern gehe hier hin. Ja, dann lese ich ein A. Okay, dann gehe ich noch einen Schritt. Das passt das ja gerade, das will ich ja gerade nicht. Sagen wir mal, die läuft hier hin. Läuft hier hin und dann entscheidet sich die Maschine, diesen Zweig hier zu laufen. Das heißt, bei einem A geht sie nochmal einen Schritt nach links. Dann ist sie hier. So, dann ist es, kann sie nur noch hierher gehen, weil dann liest sie das B, das was wir hier jetzt entsprechend markiert haben. Geht nochmal nach links. So, und dann ist sie an dieser Stelle. So, A hat sie nicht, weil sie gerade aktuell auf dem B steht. Das heißt, hier geht sie auf diesen Weg, ja, und dann macht sie irgendwas, schreibt einfach unendlich oft, wird sie dann hier an dieser Stelle das Blank schreiben und in der Endlosschleife verlaufen. Das heißt, das Wort würde nicht akzeptiert werden. Gucken wir uns noch einen zweiten Beispieldurchlauf an. Ja, hier. Aber wenn ich nach dem ersten A noch ein A gelesen habe, warum bin ich dann schon in der Endlosschleife? Das könnte doch dann wieder auf den zweiten A noch mal A, B, A kommen. Ich könnte doch dann immer noch akzeptieren, oder? Ich bin hier. Ich bin jetzt, glaube ich, hier hingelaufen, ne? Automaten. Bei dem zweiten L, nachdem ich ein A gelesen habe, wenn wir dann noch ein A lesen, gehen wir noch in diese Endlosschleife. Ja. Wir könnten noch was anderes machen, ja. Ich wollte eigentlich erst so ein Beispiel machen, wie so eine nicht-deterministische Turing-Maschine arbeitet. Wir werden das gleich noch formal exakt definieren, was das heißt, wenn so eine Turing-Maschine akzeptiert. Sie haben natürlich völlig recht, ich könnte die jetzt auch anders bauen, ja? Aber eigentlich ist die Idee bei diesem Nicht-Determinismus, wir wollen es möglichst einfach haben, in der Konstruktion. Worauf Sie jetzt hinausgehen sozusagen mit Ihrem Gedanken ist, naja, und was man hier auch schon sieht, wenn ich jetzt anders gestartet wäre. Ja, sagen wir, bin ich hier hingelaufen. Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn ich jetzt beispielsweise an diese Stelle laufe, an diese Position, ja, ist das gleiche Wort, was wir eben auch hatten. Ja, ich laufe hier los, bin erst an dieser Stelle, laufe dann hier oben mit diesem Teil, mit diesem Anfangsstückchen. Ja, ich kann ja beliebig lange nach links laufen, solange ich ein A oder B lese. Und dann sage ich, komme ich jetzt hier an. Und hier entscheide ich mich jetzt, ja, so rein zufällig, jetzt gehe ich diesen Weg hier lang. Ja, diesen Weg von dem A aus gehen wir nach links, das heißt, wir kommen hier hin. Wir kommen hier hin, dann lese ich ein B, das heißt, ich gehe nochmal wieder einen nach links, das heißt, beim B gehe ich nochmal eine Position nach links, dann landen wir hier bei dem A. Und wenn ich dann das A habe, bleibe ich einfach stehen. Ja, das ist sozusagen meine finale Position. Hier wird quasi Haltezustand wird erreicht. Und in diesem Fall würde das Wort akzeptiert. Es mag auf den ersten Blick wieder verwirrend erscheinen. Wir haben wieder dieses Konzept des Nichtdeterminismus. Ja, die Maschine rät quasi, welchen Weg sie geht. Und bei dem einen Durchlauf rät sie mal so, dann wird das Wort nicht akzeptiert. Bei dem anderen Durchlauf
rät sie genau richtig, das Wort würde akzeptiert, ist natürlich jetzt, um ein konkretes Ergebnis zu bekommen, um nämlich das Wortproblem zu lösen, ist das wieder unbefriedigend. Das haut nicht hin. Wir kriegen nicht immer eine eindeutig definierte Antwort. Das ist halt gerade dieser Nichtdeterminismus. Warum wir das verwenden? Uns geht es generell um die Lösbarkeit von Problemen. Und man kann mit einem nichtdeterministischen Konzept, kann ich prinzipiell diese Sprache akzeptieren. Das heißt, das Wortproblem für diese Sprache können wir definitiv lösen. Ja, wir lösen es nicht immer richtig, aber von der prinzipiellen Machbarkeit her geht das. Und was ich Ihnen dann gleich zeigen werde, dass wir im Prinzip so eine nichtdeterministische Turing-Maschine auch wiederum mit einer Standard-Turing-Maschine simulieren können. Geht natürlich zu Lasten der Laufzeit, werden wir gleich sehen. Ja, das ist relativ aufwendig, wenn ich das machen kann. Aber uns geht es jetzt erstmal darum, ob wir prinzipiell eine Fragestellung, sprich ein Problem lösen können oder nicht. Ja, und prinzipiell geht das. Prinzipiell könnte ich jetzt systematisch, das werde ich Ihnen gleich zeigen, prinzipiell kann ich hier dieses Wortproblem lösen. Ja, wenn ich erstmal davon ausgehe, naja, wir können ja die richtige Entscheidung hier an dieser Stelle treffen und richtig raten.